Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Police Tactics Imperio, glaube ich heißt es. Erste Folge habt ihr gesagt, mehr. Okay, kein Problem. Geht schon wieder los hier. Moment. Ich muss nochmal gucken, wie habe ich das gemacht. So, Kinders, alle rein. Wir müssen los. So, die Nummer 2 fährt, die Nummer 1 fährt mir hier hin. Und zwar jetzt tutti. Jetzt, sofort. Ich hab keine Verstärkung. Mach das. Okay, ich hab gesagt, ich muss unbedingt mehr Leute einstellen. Das werde ich jetzt sofort machen. Neue Belegschaft. Ich brauche tatsächlich mehr von diesen Streifenpolizisten. Dich möchte ich haben. Dich. Wie viel kann ich einstellen? Ich muss das ausbauen. Okay. Das weiß ich schon. Tatsächlich weiß ich das. Hi? Okay, hi. So, Kinders, ihr könnt abrücken. So. Okay, da haben wir... Oh. Da haben wir 1, 2, 3, 4 neue Polizisten. Das ist normal. Das ist sehr, sehr geil. Ich brauche ein neues Auto, tatsächlich. Wollte ich mir kaufen, habe ich schon gesagt, den großen Streifenwagen. Ich finde den mega, mega nice. Da passen einfach so viele Leute rein, ne? Wir haben 4.065 und der kostet 2,2. Kaufen. Hat das geklappt? Geld ist abgezogen. Unser Streifenwagen ist da. Können wir uns den ein bisschen angucken? Können wir leider nicht, weil... Doch, so kann ich das machen. Man sieht halt nicht sehr viel, ne? Aber ja, besser wie nix. Aussteigen. Und ihr geht mir ins Präsidium. So, theoretisch können wir auch unser Präsidium ausbauen, sodass wir mehr... das kostet 2.000. Das können wir jetzt noch machen, aber dann ist echt Feierabend. Das heißt, wir haben jetzt mehr Büroräume für unsere Mitarbeiter, was eigentlich sehr, sehr gut ist. Nice. Das heißt, wir haben jetzt hier, okay, sehr viele Angestellte. Das wird cool, weil wir machen jetzt den hier auf, 2. Verdammt, das war falsch. Moment, das zeige ich euch jetzt gleich. Wir haben, das ist unser Tagesbericht, der kommt immer am Ende des Tages. Wir haben die heutige Stadtratsbewertung ist A+. Wir sind sehr gut am Weg. Wir haben wieder Geld bekommen. 1828 haben wir jetzt. Das kannst du halt alles möglich abgucken, wie gut wir waren und das und bla und was Geld bringt. Ist mir aber auch egal, ganz ehrlich gesagt, weil wir müssen gucken, dass wir das Verbrechen bekämpfen. So, Kinders, alle rein. Das sieht jetzt richtig nice aus. Ist der voll? Der ist voll, bis auf einen. Perfekt. Verdächtige. Jetzt haben wir Punkte, 26 haben wir und 4 hat der Gegner. Das schaffen wir locker. Locker schaffen wir das. Jetzt kannst du mal gucken, wie es jetzt abgeht. Mach das so. Graffiti-Sprayer, guck dir das an. Guck dir das an, mit einer Maske. Warte nur, bis meine Leute da sind. Dann geht aber bam, bam. Ich weiß es schon. Die kommen euch angestürmt mit dem neuen großen Einsatzwagen. Weil da laufen nur 2 hin. Der Rest sagt, ne, ich bleib sitzen, lohnt nicht. Was ist mit euch zwei? Nehmt ihr fest? Oh. Jo. Wo ist der Gefängniswagen? Der müsste gleich ums Eck geschossen kommen. Da ist er schon. Hey. So, was müssen wir hier machen? Oh, da müssen wir hin. Habe ich Spurensicherer dabei? Du bist doch tatsächlich hierbei. Ich muss mit Augenzeugen sprechen. Okay. Das heißt, er hat die Spurensuche hier abgeschlossen. Jetzt kommen die ganzen Augenzeugen dran. Mit denen muss jetzt gesprochen werden. Das sind 1, 2. Nur 2? Normal sind es immer mehr. Ne, hier. 3, 4, 5 waren es eigentlich immer. Vielleicht finde ich noch einen. So, mit dem haben wir gesprochen. Da ist jetzt ein Häkchen drin. Dann gehen wir noch zu dem hier. Läuft. Das heißt, hier haben wir schon 25% erreicht. Wenn wir das heißt, wir müssen 4 haben, weil 4 mal 25 sind 100, ne? Also, müssen wir theoretisch jetzt 4 haben. Das dauert einen kleinen Moment. Ihr seht es ja hier am Kreis. Erledigt. Aussage aufgenommen. Gehen wir noch zu dem hier. Das müssen wir jetzt kurz fertig machen, weil dann haben wir den Fall hier abgeschlossen und wir können wieder was abräumen. Das hier ist hier oben ist unser aktuelles Story Mission Board. Da haben wir momentan die Mission 1 rotes Popcorn laufen. Das ist das, was wir gerade zu tun haben. Deswegen möchte ich das so schnell wie möglich abschließen. So, jetzt müssen wir eigentlich 75 haben. Richtig. Okay. Lalalala. Wir warten jetzt ganz einen kurzen Moment. Und dann geht das auch gleich wieder weiter. Aber es dauert bestimmt nicht lang, bis der nächste Auftrag reinkommt. Die Ermittlung wurde
Und da haben wir schon den nächsten Auftrag. Sehr nice. Ja, genau. Genau das ist das Problem. So. Wer geht denn jetzt mit hier? Du kommst mit auf alle Fälle. Seid ihr alle da? Ich muss die Kamera drehen. Habt ihr alle zu tun hier? Ach komm schon. Du gehst mal hier hin. Du hast nämlich 3. Dann, nee, du hast 2. Ah, weißt du was, das macht er alleine. Ihr geht alle da rein. Du bleibst hier. Du kümmerst dich darum. Wir müssen jetzt, schick zurück, Verdächtige neutralisieren. Hierhin. Können wir nicht neue Kollegen einstellen? Das wäre nicht so schlecht. Kurz gucken. Nee. Neue Kollegen, können wir eine einstellen? Oh, können wir einstellen. Sehr nice. Wir brauchen unbedingt Personal. Also bei uns geht's ab wie sonst nichts. 2, 3, 4, 5. Ich stelle einfach ein, was geht. Weil, ne? Die Stadt muss beschützt werden. Nice. Das war jetzt unser erster. Der Verdächtige konnte entkommen. Aber unsere Spurensicherung hat nützliche Beweise gefunden, die uns zu Ihnen führen sollte. Gute Arbeit. Dankeschön, habe ich gern gemacht. Kein Problem. Alle rein. Das läuft. Hier haben wir noch. Oh. Sofort hier hin. So, derweilen, während das läuft. No, liebe Leute. Hier bleiben. Ihr habt keine Chance. Einer ist wieder eingestiegen. Alter, waren das viele, ne? Guckt euch das mal an hier. So, ich muss ein bisschen. Was ist hier los? Hier ist noch jemand bei, ja? Hier ist er richtig. Sonst haben wir momentan nichts. Nice. Das heißt, haben wir einen Streifendienst? Wir haben keinen einzigen Streifendienst, wir müssen unbedingt einen Streifendienst machen. Gut. Du fährst bitte zurück zum Präsidium. Den Wagen 1, den werden wir gleich mit dem neuen Personal vollknallen. Alter, haben wir viel Zeug, ne? Da haben gar nicht alle Platz. Läuft. Ich muss die Kamera drehen, ich mag diese Ansicht nicht. Perfekt. Wir bräuchten theoretisch noch ein Fahrzeug. Wir haben nicht alle Platz. Neu? Was haben wir denn hier? Ein Smart? Wie viele Leute stehen noch an der Seite? Ist eine gute Frage, ne? Aber mindestens 4. Alles klar. Bus, mach den Bus voll. Wie kann ich helfen? Alle rein. Nehme das Fahrzeug. Ja. Rein, wer rein passt. Ja. Und dann geht das los hier. Wir fahren mit. Wie kann ich helfen? In Bereitschaft. Nice. Alter. 34 Punkte im Gegensatz zu 3. Alter, die werden jetzt so in der Luft zerfetzt, werden die jetzt. Ich habe beide Streifenwagen geschickt, ne? Weil nobody cares. Alter, was da Leute aussteigen, ne? Ja, ich würde mich am Boden hinlegen und sagen, bitte nicht hauen. So, alle einsteigen, dann geht das los hier. 1 und 2. Kann ich euch nicht beide markieren? Ihr fahrt mir bitte zurück. Oh, wir sind gerade nebenan gewesen. Beste. Und zwar, wie viele Leute haben wir hier noch? 2 Leute, perfekt. Ah, da war noch einer, ne? Okay. Kannst du machen, tatsächlich. Aber wir müssen noch ein Fahrzeug kaufen. Und zwar hätte ich gerne, das gibt es noch nicht. Es gibt dann spezielle Fahrzeuge für spezielle Einheiten. Das heißt, kurz gucken. Der kostet 2000, haben wir gesagt. Was kostet der? 2,2 haben wir nicht. Der kostet 1600, das hätten wir theoretisch. Was kostet das hier? 600. Ich hätte ganz so eine Motorradstreife, muss ich ja sagen. Machen wir am besten 2. Dann gehst du auf das Moped und du auch. So, dann markiere ich euch jetzt gleich. Dann ist das meine dritte, ne? Ne, das war anders. So war das. Müsst rechts unten gucken, liebe Leute. Nice. Das heißt, 1 ist der kleine Streifenwagen, 2 ist der große, der Bulli, und 3 ist unsere Motorradstreife. Nice. Perfekt. Jetzt, wir hatten noch was zu tun, glaube ich, ne? Irgendwas befragen. Ich muss gucken, ich muss echt ein paar Sachen jetzt machen. Aber ich muss zuallererst, möchte ich jetzt ganz kurz einen Streifendienst ein, ne? So, wie war denn das? Neue Streifenstrecke erstellen. Perfekt. Das ist unser Streife Motorrad. Motorrad läuft. Mit
Fahrzeugen. Es gibt dann noch die, die Fußstreife und dann gibt es noch eine Hubschrauberstreife. Wegpunkte hinzufügen. Das ist jetzt hier, sagen wir mal, ne, das ist jetzt nur ganz, ganz grob und ganz, ganz, ne, herzlos, sagen wir es mal so, aber dass zumindest eine Streife unterwegs ist. Läuft. Reicht. Haben wir schon eine. Wir setzen jetzt die Streife 3. Ich muss hier raus. Wie komme ich hier raus? So. Die Streife 3 geht bitte auf, die Streife 3 geht auf Streifendienst Motorrad. Nice. Läuft. So. Hier müssen wir los. Ich habe den falschen genommen, glaube ich. Da schicken wir noch Verstärkung hin. Ich habe jetzt Streifenwagen 1 und 2 losgeschickt. Damit das Ganze schön, ne? Ihr seht es hier. Hier kommen sie. Hier haben wir richtig... Der Große ist richtig krass, ne? Also der große Wagen... Ja, ja, Verstärkung kommt. Kein Problem. Verstärkung ist da. Nein, 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 nein. Hier bleiben. Bleibt stehen. Ohne Witz, ne? So, wo ist eigentlich unser anderer? Der ist immer noch dabei... Irgendwen verhaftet. Nice, habt ihr gut gemacht. Okay, das kommt einfach mit der Zeit, diese Missions, glaube ich. Glaube ich zumindest. So, ihr fahrt mir zurück zum Präsidium. Ihr müsst euch ausrasten. Du musst sie ab und zu zurück zum Präsidium schicken, weil die steigen dann aus im Präsidium und machen sich in ihren Räumen dann frisch und so weiter. Und falls jemand verletzt wäre, würde er sich wohl heilen dort. Das ist so die Idee dahinter. Hier haben wir noch einen Augenzeugen. Natürlich kann ich jetzt näher ranzoomen, aber man sieht halt einfach sehr, sehr wenig. Das ist halt einfach so. Wie viel haben wir jetzt? 75, das heißt, wir warten noch, bis der hier befragt wurde und dann haben wir es eigentlich schon wieder für diesen Fall. Also ihr seht, es ist immer was zu tun auf dies, oder in diesem Spiel. Ich finde das halt mit diesen, hier unten, mit diesem Schnellzugriff finde ich halt mega nice. Zurück zum Präsidium, kannst du laufen. Ist kein Problem, du hast Zeit. Was ist das hier? Oh, da braucht man einen Streifenwagen. Nehmen wir mal eine Handvoll mit. Da sitzen ein paar drin. Lass mal voll machen, das Ding. Safety first. So. Messerstecherei! Sofort hier hin, sofort. Eine Messerstecherei. Eieieiei. Oh mein Gott. Oh, das klingt aber nicht gesund, was ihr hier macht. Das klingt aber gar nicht gut. Verdächtige neutralisieren. Moment, wir müssen da nochmal ausrücken. Hier rein. Ihr müsst mir bitte hier hinfahren. Der Fall ist abgeschlossen? Wow. Dann müsst ihr mir weiterfahren. Ich habe die falsch hingeschickt. Oh nein! Ich hatte sie zur falschen Messerstecherei geschrieben, oder? Ne, hier sind wir doch. Vollgas, Jungs! Alle raus, die kämpfen können. Wow. Ah, da kommt. Jetzt habe ich beide hingeschickt. Ich bin auch ein guter, ne? Eieiei. Verdächtiger verhaftet. Sehr gut. Bereit. Motorradstreife? Hä? Habe ich da nicht zwei? Ihr sollt ja nicht zusammenbleiben. Seht ihr? Und das, da kommen immer solche Häkchen, solche Grünen, ne? Das heißt, die Bürger fühlen sich sicher, weil eine Streife fährt. Und das ist schon sehr, sehr gut. Wir können da gleich mal gucken, wie es aussieht mit, ihr seid alle bereit? Nice. Wir können dann gleich mal gucken, wie es aussieht mit Befördern der Leute. So. Gut. Dann gucken wir uns das jetzt mal an hier. Belegschaft. Eieiei. Also die mit dem Grünen können befördert werden. Wir gucken uns jetzt mal an. Der hier zum Beispiel ist hier eigentlich für den Streifendienst. Ne? Hat 3 von 3 Punkten. Wir können den jetzt erhöhen. Dann wird auf eine Sache spezialisiert. Weil nur eine Kompetenz kann höher als Stufe 3... Was? Raubüberfall. Wir haben auch keine Zeit, ne? Wir machen das jetzt ganz schnell. Wo ist der Bus? What? Moment. Wait. Nein! Haben die jetzt geschossen? Habt ihr sie niedergeschossen? Ihr seid ja wilde. Okay. So schnell? Was ist das jetzt? Ach, das ist ein Notarzt. Ach, guck an. Ja, bereit. Hierhin.
Die 1 muss auch hier hinkommen. Was dauert denn da so lange? Geh mal Gas hier. Ist ja schlimm. Der Sterne... Oh. Moment. Zusätzlich 100 mittlere Spurensicherungswagen. Ah, du schaltest mit diesen Missions Fahrzeuge frei. Guck an, das habe ich nicht gewusst. Aber, liebe Leute, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen möchtet von diesem Spiel. Ich werde es euch beim nächsten Mal gerne zeigen. Es gibt keine Termine für dieses Let's Play. Ich werde es einfach spontan und wenn ich Bock habe, aufnehmen. Aber jetzt natürlich, wo Ends die nächsten Tage auslaufen wird, habe ich ein bisschen mehr Zeit. Deswegen freut euch auf mehrere Folgen von Police Tactics Imperio. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.